Hallo an alle Nagelverrückten da draußen. Ich habe mir jetzt überlegt, weil mich hat mein eigener Anfang komplett genervt. Immer dieses Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Da habe ich keine Lust mehr drauf, deswegen werde ich mir jetzt jedes Mal was anderes einfallen lassen. Mal gucken, wie lange das dauert und wie kreativ ich da bin. Werden wir sehen. Diesmal möchte ich euch einen Refill von A bis Z zeigen. Das teile ich aber in drei Teile auf, weil es sonst wirklich mega lang werden würde. Und da könnt ihr mir eure Meinung mal zu sagen. Also ich finde meine Videos immer irgendwie zu lang, ich kriege es aber nicht kürzer. Aber deswegen versuche ich das Ganze jetzt mal in drei Teile einzuteilen. In dem ersten Video werde ich die Altmodellage abtragen und die Naturnagelvorbereitung oder Nagelvorbereitung machen. Im zweiten geht es dann um die Modellage und im dritten ums Design. Das sind die drei Teile, die ich abdrehen möchte. Das ist das fertige Endergebnis. Und ja, wenn ihr Bock drauf habt, bleibt einfach dran. Ich würde mich freuen und dann sehen wir uns in den drei Teilen wieder. Als erstes desinfiziere ich meine Hände, beziehungsweise wenn ich das mit einer Kundin mache, dann natürlich auch. Einreiben. Auch damit es schneller trocknet. Ne? So, jetzt gucken wir uns erstmal meine Fingernägel an. Ich habe ja die Gele von Andrea getestet, beziehungsweise teste sie immer noch. Und ich kann schon mal sagen, also, ne, die sind noch bombenfest. Hier Fehlerbetrachtung machen wir jetzt mal. Ne? Ich habe ja hier mit Aquarellmalfarbe gemalt und schätzungsweise habe ich den Versiegler auf zu nasses Material aufgetragen. Deswegen ist das hier abgeblättert, Leute. Und auch hier kann man gut erkennen, ich hoffe, ihr seht das jetzt, dass ich hier mit dem Gel in die Ränder reingekommen bin. Und so sieht das dann Ganze dann aus. Ansonsten, der Glanz ist noch super schön von dem Versiegler. Und ja, jetzt gucken wir mal, was sich da drunter verbirgt. Ich beginne immer damit mit dem Hartmetallfräser. Den habe ich bei Nothing But Nails gekauft. Den finde ich unheimlich schön weich beim Abtrag und ja, damit fange ich an. Jetzt wird es ein bisschen lauter. Ich mache meine Staubabsaugung, die Retro-Staubabsaugung an, liebe Alex, ne? Und zeige euch jetzt, wie ich das Material abfräse. Und zwar, bei mir persönlich mache ich das von oben nach unten. Ich bleibe nicht auf einer Stelle, das ist ganz wichtig. Und trage ohne Druck jetzt erstmal die Farbe ab. Also eigentlich nur über den Nagel drüber streichen. Der Fräser macht dann die Arbeit von alleine. Wenn jetzt etwas Staub in die Kamera fliegt, seid mir nicht böse, aber wie gesagt, meine Absaugung ist halt nicht die allerstärkste. Natürlich mache ich das sonst ein bisschen anders, weil hier verbiege ich mich natürlich auch um, damit ihr das alles sehen könnt. Ich muss glaube ich ein bisschen lauter schreien. Und dann gehe ich nochmal von rechts nach links und ganz, ganz vorsichtig auch oben am Nagelrand lang. Wie gesagt, keinen Druck ausüben, denn da könnt ihr ganz, ganz schnell auf der Nagelplatte landen und es gibt ganz eklige Verletzungen. Die ihr nicht wollt. Bei euch nicht, bei euren Kundinnen nicht. So, das ist jetzt erstmal das Grobe. Dann kürze ich mir den vorne schon ein bisschen runter, weil ich die Länge etwas kürzen möchte. Ja, und so mache ich das jetzt eigentlich bei allen Nägeln. Ich zeige euch das jetzt auch bei allen Nägeln, aber ich mache es halt im Schnelldurchlauf.
Leute, Leute, ich weiß nicht, ob ich jetzt schon wieder Scheiße mit der Kamera gebaut habe. Eigentlich wollte ich euch den Zeigefinger zeigen, wie ich den feile, und habe danach auf Pause gedrückt. Ja, aber es lief die ganze Zeit weiter. Deswegen glaube ich, dass ich das nicht gefilmt habe, sondern da Pause gemacht habe. Egal, ich zeige es euch am kleinen Finger. Hier sind ja noch die ganzen Farbreste. Ich hole das Ganze lieber mit einer Feile nachher runter, bei mir habe ich ja eben schon erwähnt. Aber hier auch aufpassen, dass ihr nicht zu viel Druck ausübt, weil ich bin ein Mensch, der zu hart feilt. Das haben wir jetzt schon. Was heißt zu hart feilt? Mit zu viel Druck feilt. Das haben mir jetzt schon mehrere Trainer gesagt. Ich versuche das immer rauszukriegen bei mir. Aber wie es halt manchmal so ist, ne? Was eingefahren ist, ist eingefahren. So. Manchmal ist das mit dem Filmen nicht so der Bringer, ne? Ja, gerade bei mir, Schussel. Also wie gesagt, vorsichtig die Farbreste weg. Bei dem Stück, was ich scheinbar jetzt nicht mitgefilmt habe, habe ich auch gesagt, dass man die Feile entgraten sollte. Also viele meiner Kundinnen, die zum ersten Mal bei mir sind, haben Angst, dass die Nagelfeile bei ihnen einschneidet, beziehungsweise haben dieses Erlebnis bei anderen Nageldesignerinnen machen müssen, leider. Und das liegt daran, dass wenn die hergestellt werden, die Feilen, dass die einen ziemlich scharfen Rand haben. So, das könnt ihr bei euch selber mal testen. Jetzt, die ist jetzt entgratet, aber wenn ihr so im Handgelenk oder was weiß ich wo lang geht, ne, dass es sehr, sehr scharf ist. Und so fühlt sich das dann für die Kundin auch an. Das kann man umgehen, indem man die Feile, bevor man anfängt zu arbeiten, ich habe ja hier so ein Wechselfeilboard, mit einer anderen Feile am Rand schön entschärft, entgratet nennt man das. So. Seitenlinien nochmal nachfeilen. Gucken, dass keine Luft mehr da ist. Das Blöde ist nämlich, wenn man einen Schritt nicht richtig mitfilmt, bei so einer Serie, logisch, logisch. Ich lege mir dann den Finger immer nochmal so hin, das ist meine Sicht, ob es gerade ist oder nicht. Feinschliff kommt beim Aufbau befallen, aber ich sag mal, wenn vorher schon alles puchselig und wuchselig ist, dann kriegt man es nachher auch nicht mehr hin. Also dann wird das dann umso schwieriger. Deswegen versuche ich so weit wie möglich alles schon vorher gerade zu feilen. Ja, mal kurz gucken. Hier ist noch ein bisschen Luft. So, und jetzt mache ich den Daumen noch und hole euch gleich zurück. Jetzt habe ich meine Nägel soweit vorbereitet. Ah, seht ihr? Und dann gucke ich immer noch und dann sehe ich doch noch ein kleines Fitzelchen. Die hängen dann manchmal auch so elendig da in den Ecken rum. So. Und also soweit vorbereitet. Der nächste Schritt ist, den habe ich jetzt eben nicht gezeigt, ist halt, beziehungsweise nicht in meiner Vorbereitung gezeigt, ist ein Buffer. Damit gehe ich aber jetzt erstmal nur hier unter dem Nagel lang. Da ich hier auch mit Tipps noch, also noch Tipps verlängert habe, da bleiben immer so schöne Plastikfisselchen übrig, die kein Mensch mag, die auch nicht schön aussehen. Und indem ich hier drunter gehe mit dem Buffer, glätte ich diese Ränder nochmal und entferne, wie ihr sehen könnt, auch diese Plastikgrissel. Krempel, Grisselkram, wie auch immer. So. Jetzt nehme ich die etwas härtere Bürste, einfach um nochmal freie Sicht auf die Dinge zu haben. Der Staub soll weg. Und euch das Ganze auch nochmal zu zeigen. So sieht es jetzt aus. Wie gesagt, ich habe mir relativ viel von der Modellage runtergeholt, weil ich diese French gleich arbeiten möchte.
Das Gel hat, wie gesagt, super gehalten. Fazit zu diesen drei Gelen, die ich da benutzt habe und dem Ultra Bond oder Flower Bond und dem Haftgel. Ihr wisst, oder ihr vielleicht wisst das nicht, aber ich bin jemand, der nichts weiterempfehlen würde, was ihm selber nicht gefällt oder wo er nicht hinterstehen kann, weil ich das einfach blöd finde. Ne? Dann sage ich das und dann heißt es nachher, ja, Inga, du hast das empfohlen. Ja, toll. Und dann sage ich, ja, ich habe es nur empfohlen, weil ich es geschenkt bekommen habe oder zum Testen bekommen habe. Nein, ganz im Gegenteil. Also ich bin von der Haltbarkeit dieser Gele total begeistert. Ich habe eine Kundin, sie ist aber auch wirklich meine absolute Problemkundin, da hat es nicht gehalten. Das sage ich direkt. Aber ich habe bei Andrea jetzt auch gelesen, dass sie noch an einem anderen, an einem säurehaltigen Bond arbeitet, Haftvermittler arbeitet, und das soll dann auch wirklich diese Kunden bedienen, die halt wirklich richtig, 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 also wo fast gar nichts hält. Und wenn es da nicht hält, dann hält es gar nicht mehr. Das gibt es nämlich auch. Also da können nicht immer die Gele was für, und außerdem ist es halt so, ne? Ich weiß jetzt nicht genau, was ich sagen wollte. Es gibt halt Kundinnen, das weiß meine Kundin, aber auch, wir haben schon so viel durchprobiert. Und dann habe ich auch noch den Tipp gelesen, also deswegen geht ruhig mal und abonniert den Kanal beziehungsweise die Facebook-Seite von Blossom Nail Couture. Die werde ich euch nachher auch in der Infobox verlinken, weil da kriegt man halt, auch wenn man schon länger im Geschäft ist, immer mal wieder gute Tipps. Da war zum Beispiel drin, dass man es vielleicht nicht anbuffern soll und den Ultra Bond mal Flower Bond mal weglässt. Und dann direkt das Haftgel drauf macht. Also das sind so ein paar Tipps, die ich mir auch noch angeguckt habe und die ich auch noch versuchen werde umzusetzen oder auszuprobieren, so rum. So, als nächstes, manche machen das halt als allerersten Schritt. Kamera mal irgendwie. Manche machen das als allerersten Schritt. Ich mache das erst nach dem Befeilen. Gehe ich hin und schiebe mir mit einem Pro-Pusher oder Pro-Pusher, wie auch immer man es aussprechen möchte, die Nagelhaut schon mal vorsichtig zurück. Ich habe immer zu trockene Nagelhaut, weil ich gebe meinen Kundinnen zwar den tollen Tipp, das immer schön einzuölen, mache es aber selber nicht. So, jetzt gehe ich mit einem Nagelhaut-Bit, das ist ein Diamant-Bit, den habe ich in einem Vierer-Set gekauft bei Trend Nails. Gehe ich in ganz leichte Umdrehung nur und gehe erstmal in die eine Richtung. Auch ohne Druck, und entferne mir die Nagelhaut, die unsichtbare Nagelhaut, die sich noch auf dem Nagel befindet, eventuelle Gelreste aus den Rändern. Und ich arbeite erst in die eine Richtung. Wie gesagt, leichte Umdrehung, ganz wenig Druck oder gar keinen Druck, sondern wirklich nur so drüber schweben lassen. Und da sind wir dann auch schon wieder an dem Punkt, wo ich von manchen Neukundinnen dann gehört habe, das hat meine alte Nageldesignerin nicht gemacht. Ja, natürlich, man spart Zeit, ne? Wenn man es nicht tut. Aber ich persönlich finde, es gehört zu einer guten Naturnagelvorbereitung dazu, oder Nagelvorbereitung dazu, dass man die Nagelhaut ordentlich entfernt, weil man da auch diesen Liftings und so weiter vorbeugen kann. Jetzt habe ich den Fräser in die andere Richtung gestellt, also andere Laufrichtung, und gehe mir jetzt genauso vorsichtig damit in die andere Richtung. Das ist erledigt. Jetzt mache ich natürlich den Staub wieder weg, um zu kontrollieren, ob ich auch wirklich überall, hier sind noch Reste, wie man sehen kann, die Nagelhaut auch entfernt habe. Die unsichtbare, oder auch noch kleine Fitzelchen übrig sind. Da würde ich dann nochmal mit dem Diamant-Bit drüber gehen
Hier ist zum Beispiel so eine Ecke, da hängt noch was drin. Also nehme ich bitte nochmal und entferne mir da dann nochmal die Haut. Hängt immer noch drin. Dann gehe ich jetzt hin mit meinem Nagelhaut, mit meiner Nagelhautzange, ziehe mir die Nagelhaut ein bisschen weg und schneide mir nur dieses kleine Eckchen raus, weil wir arbeiten ja ziemlich nah an, oder ich arbeite ziemlich nah an den Nagelrand und dann wäre das jetzt hier wirklich so eine Liftingstelle, ne? Die ich nicht haben will. Eine hartnäckige Ecke, möchte ich behaupten. Hartnäckiges kleines Scheißerchen. Komm. So, dann ziehe ich die Nagelhaut so ein bisschen oder mache die so ein bisschen zurück. Dabei geht grundsätzlich mein Handschuh kaputt? Nein, natürlich nicht. Nur jetzt im Video. Also meine Handschuhe schrotte ich immer hier. Das könnt ihr auch sehen. Zeige ich euch. Da. Da, da, da. Weil ich das dann mit dem Daumennagel so hochziehe und dann reißt der Handschuh ein. Ich bin da aber sehr lernresistent. Also es passiert mir eigentlich zu 60%. Der nächste Bit ist dieser Kugelbit, den ich nehme. War auch in diesem Vierer-Set dabei. Gleiches Spielchen, leichte Umdrehung. Und jetzt gehe ich hin und gehe damit vorsichtig nochmal über die Nagelhaut hier oben drüber, um so tote Reste nochmal zu entfernen. Auch ruhig hier lang. Und natürlich wieder in leichter Umdrehung, also jetzt nicht jetzt hochdrehen, wie ihr beim normalen Abfräsen der Modellage arbeitet, weil damit würdet ihr euch die Nagelhaut ziemlich schnell verletzen. Und nochmal Nagelhaut, Staub entfernen. Kontrollieren. Und ja, das mache ich jetzt nicht nur fürs Video, um euch zu zeigen, wie es im besten Fall funktionieren könnte, sondern ich mache das auch bei meinen Kundinnen, weil ich so gut wie möglich die Fehler vermeiden möchte, die ich machen kann, damit die Modellage nicht hält. Also ne, wir Nageldesigner sind ja dann auch schon mal nicht gefeit davon, dass wir gerade bei der Vorbereitung, die so mega wichtig ist, spreche ich schon wieder in meine Schublade. Faden verloren. So, und jetzt schneide ich mir noch so ganz kleine Reste weg, dass wir die Fehler, die wir, dass wir auch Fehler machen und es dann zu Liftings kommt. So. Das versuche ich halt so weitestgehend zu vermeiden, dass wenn die Kundin rausgeht, ich sagen kann, ich habe mein Möglichstes getan, dass es eben dazu nicht kommt. So, alles schön entstauben. Jetzt kurz gucken, dass noch, ob noch irgendwelche nicht mattierten Stellen auf dem Nagel sind. Da ich jetzt nicht so große Haftungsschwierigkeiten habe, kann ich das mit dem Buffer anbuffern. Und wie gesagt, ich habe halt gelesen, wenn es eine Kundin mit Extremhaftschwierigkeiten ist, dann ganz vorsichtig mit einer 180er Grit-Feile, vorsichtig tatsächlich, also jetzt nicht drüber rubbeln, sondern ganz sanft nur den Nagel anrauen, anmattieren und dann direkt mit dem Haftgel anfangen. So, soweit meine Vorbereitung. Diese Ecke nervt mich, merkt ihr was? Das sind meine Schritte für die Vorbereitung, beziehungsweise für den Refill, für die Vorbereitung für die Modellage dann.
Und ich mache diese Schritte wirklich auch alle so, wie ich sie euch gezeigt habe. Wie gesagt, zum einen, weil ich Liftings rausfallen möchte, damit sich da kein Dreck drunter setzt, beziehungsweise Bakterien drunter setzen können. Wenn die Kunde nämlich ein Lifting hat, so, und ich modelliere einfach drüber, dann schließe ich die wieder luftdicht ab. Darunter können sich aber durch Feuchtigkeit und Bakterien, die sich vorher darunter angesammelt haben, ein Nagelpilz oder ein Greenie oder sonstige Geschichten entwickeln. Das möchte ich vermeiden. Deswegen ganz, ganz wichtig, akribisch die Liftings so weit wie möglich wegfallen. Wenn es so ganz, ganz kleine Ränder noch sind, kann man die mit einem Ultrabond kitten, in Anführungsstrichen. Aber ich versuche sie so gut wie möglich wegzumachen, ohne ständig auf dem Naturnagel natürlich rumzuschrubbeln. Das ist das eine. Dann natürlich die akribische Vorbereitung, um Liftings, die dann entstehen können, vorzubeugen. Und das sind meine Arbeitsschritte, wie ich sie mache. Wie gesagt, manche fangen damit an, sich zuerst die Nagelhaut zurückzuschieben und, und. Aber ihr seid ja auch auf meinem Kanal, ne, um zu gucken, wie ich das mache. Und deswegen habe ich euch das jetzt gezeigt. Im zweiten Teil meiner Videoreihe, beziehungsweise es ist keine Videoreihe, sondern ich wollte euch das nicht so langwierig machen, wie meine Videos sonst immer sind, sondern ihr könnt so entscheiden, was möchtet ihr schauen, was interessiert euch, kommen wir dann zur Modellage des Ganzen. Ja, ich hoffe, es war für euch ein bisschen hilfreich und dann sehen wir uns beim zweiten Teil wieder.